Wer macht Frankreich wieder stark? Wir sind in Cher, einer Region in Zentralfrankreich. Kein anderer hat hier in den vergangenen Jahren so viele Jungwählerstimmen bekommen wie sie. Im ersten Wahlgang haben viele Menschen hier für Le Pen gestimmt. Ich will herausfinden, warum sie glauben, dass sie ihr Land nach vorn bringen wird und ihr deshalb auch in der Stichwahl am Sonntag ihre Stimme geben wollen. Ihr, die doch einen Schritt zurück machen will, zurück in eine Zeit ohne EU, Eurozone und offene Grenzen. Ich mache mich auf zu einer jungen Marine Le Pen-Anhängerin. Julie Aprisena, 25. So kurz vor Wahlkampfende hat sie alle Hände voll zu tun. Wie überzeugt man andere, für Le Pen zu stimmen? In einem Regionalbüro des Front National, der rechtspopulistischen Partei Le Pens, werden Strategien diskutiert. Die Kernbotschaft, der Front National sei völlig normal. Wären wir eine rassistische oder nationalistische Partei, dann wäre ich doch nicht hier. Ich engagiere mich im Front National, weil ich Patriotin bin und das ist nichts Schlimmes. Wir lieben unser Land, unsere Nationalflagge, unsere Geschichte, unsere Traditionen und die wollen wir aufrechterhalten. Nationalstolz ist gerade in Mode, aber sollte er bestimmte Menschengruppen ausschließen? Le Pens Form von Patriotismus tut das. Zuwanderer sind nicht willkommen. Julies Vater stammt aus Italien. Wir können doch die Einwanderer damals aus Italien, Portugal und Spanien nicht mit denen von heute vergleichen. Die von damals haben sich gut integriert. Bei denen, die heute kommen, ist das nicht der Fall. Julie ist überzeugt, Flüchtlinge führen zur Arbeitslosigkeit. Deshalb wolle sie Frankreich beschützen für die kommenden Generationen. Viele ältere Menschen widersprechen. Ich bin wirklich sehr überrascht und auch enttäuscht. Ich habe immer gedacht, die jungen Menschen sind viel offener gegenüber Europa und der Welt. Wir fahren nach Paris. Auch hier gibt es eine hohe Jugendarbeitslosigkeit. Vor allem in den rauen Ghettos am Rande der Stadt, zum Beispiel in Évry. Hier allerdings weckt Le Pens vermeintliche Liebe zur Nation keinen Optimismus. Für mich bedeutet die Nation, dass wir alle Franzosen sind. Egal ob türkischer, kurdischer, afrikanischer oder maghrebinischer Herkunft. Die Sozialarbeiterin Barcy ist hier aufgewachsen. Sie fühlt sich von Le Pen ausgeschlossen. Statt an Nationalismus glaubt sie an ein anderes Konzept, um der Jugend zu helfen. Wir müssen mehr in die Bildung investieren. Dann finden sie auch schneller einen Job. Im Grunde wünscht sie sich dasselbe wie Julie in Cher, mehr Stabilität, mehr Jobs. Doch wer Le Pen wählt, wähle die Angst, sagt sie. Wenn es aber um die Zukunft ihres Landes gehe, gäbe es keinen, den sie wählen könnte.